Wie viel Geld habe ich bekommen vom YouTube für 95 Millionen Aufrufe? Also zum heutigen Zeitpunkt habe ich 95 Millionen Aufrufe auf meinem Kanal. Wie viel hat mir YouTube dafür bezahlt? Lohnt sich es überhaupt, in 2023 YouTube-Kanal zu starten? In diesem Video sprechen wir darüber. Ich habe mich auf YouTube abonniert, 1.1.2021. Seitdem habe ich ein paar Videos gepostet bis 2022. In der Zeit habe ich vielleicht 3.000 oder 4.000 Follower gehabt und dann habe ich gar nichts mehr gemacht. Also letzte Video war 2022, Februar, glaube ich. Danach habe ich lange Pause gemacht und Ende 2022 bzw. letztes Jahr Dezember habe ich Vollgas gegeben mit YouTube. Ich habe das ehrlich gesagt unbewusst gemacht. Ein bekannter Blogger hat mir das empfohlen, dass ich meine Shorts auch auf YouTube hochlade. Und er hat gesagt, zu dem Zeitpunkt gab es gutes Wachstum, das habe ich ausgenutzt. Und das ist Tatsache so. Also ich habe in der Zeit seit letztes Jahr Dezember bis heutiger Tag habe ich 164.000 Follower aufgebaut auf YouTube. Nur mit Shorts. Jetzt mittlerweile sind auch ein paar lange Videos dabei, sind ein paar Videos, die über 100.000 Aufrufe bekommen haben. Ich sag's eins, es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt bitte um Verzeihung, bevor ich weiterspreche, kommt Werbung. Und das ist das Nächste, wo ihr Vorteile habt. Auf YouTube kommt ziemlich viele Werbung, Werbeanfragen. Schaut erstmal das Video an, dann erzähle ich weiter. Als allererstes braucht, wenn ihr mit YouTube starten wolltet, ein Schneidebearbeitungsprogramm für Videos. Hier kann ich euch ein sehr interessantes und leichtes Bedienungsprogramm vorstellen. Wunderschar Filmora 12. Die ist nicht teuer, die ist ganz einfach wie ganze Programme, die auf dem Handy sind zum Beispiel. Das ist ganz einfach in Bedienung. Ihr habt hier mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Videoschnitt oder Color Grading. Ihr könnt hier komplett einstellen, die Wärme von dem Video, ob das kälter sein soll, wärmer. Das ist nach eurem Geschmack. Hier seht ihr zum Beispiel, das lässt sich ganz einfach einstellen. Vor allem, wenn ihr mit der Kamera aufnimmt eures Content, da könnt ihr ganz einfach Helligkeit einstellen, zum Beispiel hellere Bereiche oder komplett Helligkeit, Kontrast, Sättigung und so weiter. Da gibt es ohne Ende Momente. Da werde ich euch einfach empfehlen, die Programme runterzuladen und ausprobieren. Es gibt auch Testversionen, da könnt ihr einfach mal runterladen und schauen, was da alles können. Da könnt ihr mit dem Audio arbeiten zum Beispiel, so einstellen, dass eure Stimme viel besser klingt, als es im Leben wahrscheinlich ist. Manche machen das, ich mache das nicht, ich lasse meine Stimme so, wie das ist, aber die Möglichkeit ist da. Videoeinstellung, drehen zum Beispiel, vergrößern und so weiter, Geschwindigkeit vom Video. Oder zum Beispiel, ihr habt hier mehrere Effekte zum Beispiel. Audio könnt ihr runterladen, also wenn ihr hier draufklickt, ihr habt hier mehrere Audios, die könnt ihr verwenden für eure Videos und problemlos hier draufziehen auf das Video. Was natürlich hier auch möglich ist, die Effekten. Wenn ihr auf die Effekten geht, da habt ihr mehrere Möglichkeiten. So, ich werde jetzt nicht alles vorzeigen, da ist einfach unendliches Anzahl von Effekten. Was mir jetzt persönlich gefällt, zum Beispiel hier beim Sticker, mein Programm ist auf Russisch, sorry, weil mein PC auf Russisch ist, deswegen wurde es automatisch auf Russisch eingestellt. Was man hier zum Beispiel nutzen kann, wenn ihr zum Beispiel auf YouTube Videos macht, da könnt ihr solche Sachen runterladen. Schaut mal, sowas zum Beispiel, wenn das Video läuft, dass hier solche Sachen rausspringen. Das habt ihr alles hier zur Verfügung. Das hat nicht jedes Bearbeitungsprogramm solche Möglichkeiten schon drin im App. Und da könnt ihr zum Beispiel solche Effekte machen. Wenn das Video anfängt und danach kommt so ein Effekt, da provoziert ihr die Leute, die eure Videos zu schauen, dass die euch abonnieren. Das finde ich eine interessante Sache. Hier gibt es einfach ohne Ende alles Mögliche, was ihr hier nutzen könnt. Von meiner Seite ist absolute Empfehlung als eine von besten Bearbeitungsprogrammen. Von Color Grading bis zum Effekten, bis zum Titel und so weiter. Ihr habt die Möglichkeit, das Programm im Videobeschreibung unter dem Link runterladen oder einfach im Google eingeben, Wunderschar Filmora 12. Viel Spaß, Leute, beim Nutzen. Jetzt geht's weiter mit dem YouTube-Video. Ja, Werbung. Das ist ein vom wichtigsten Vorteilen, warum man mit YouTube starten soll. Das ist ziemlich nachgefragte Plattform, wo bei mir zumindest mittlerweile ziemlich viele Anfragen kommen. Fast jeder meiner Videos hat bezahlte Partnerschaft oder bezahlte Werbung. Dadurch bekommt man ziemlich gut Geld. Aber jetzt erstmal zu der Sache. Wie viel bezahlt YouTube? Und danach sprechen wir, ob es sich überhaupt lohnt. Wie ich schon gesagt habe, ich habe 164.000 Follower.
Seit letztem Jahr, Dezember bis heute, habe ich 293 Videos veröffentlicht. Wie viel Geld haben mir die Videos gebracht? Ihr seht hier seitlich 6.167,63 €. Das habe ich seit Dezember bis heute bekommen, also beziehungsweise ungefähr in 9 Monaten. Wenn wir das jetzt auf 9 teilen, oder 8 oder 9, haben wir ungefähr 770 € monatlich. Also YouTube hat mir bezahlt für 95 Millionen Aufrufe, die ich heute zu heutigen Zeitpunkt habe auf meinem Kanal, 770 € pro Monat. Also so viel ist das nicht. Wenig ist es auch nicht. Ich habe früher LKW waschen müssen beim Nebenjob für 450 €. Heute bekomme ich das vom YouTube, einfach weil ich Spaß habe und poste meine Videos. Also für manche ist es gut, für manche nicht. Ich bin der Meinung, die Plattform zahlt nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Man muss mehr Akzent geben auf lange Videos. Wenn ihr mehr lange Videos postet, dann habt ihr auf jeden Fall mehr Einkommen als durch Shorts. Jetzt nächstes Thema. Lohnt sich das überhaupt, YouTube zu starten? Absolut. Was ist meine Empfehlung? Also momentan seit diesem Jahr, Februar, bezahlt YouTube für Shorts. Ihr bekommt ungefähr zwischen 3 bis 5 Cent pro 1000 Aufrufe. Ich empfehle natürlich lange Videos auch zu posten, aber euer Akzent muss jetzt am Anfang auf Shorts sein. Mit Shorts könnt ihr richtig gut wachsen. Postet mehr Shorts, postet auch lange Videos und schaut mal immer, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Wichtig ist, dass ihr konstant bleibt, dass ihr ständig postet. Wenn ihr Möglichkeit habt, jeden Tag Content zu produzieren, natürlich, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Wenn nicht, dann mindestens einmal in 5 Tagen ein Video muss hochgeladen sein. Das habe ich jetzt von, ich weiß nicht, wie die Frau heißt, Managerin oder was weiß ich, vom YouTube, die hat mich angeschrieben. Als mein Wachstum gekommen ist, dann hat sie vorgeschlagen, dass die bei mir Coaching macht und erklärt, wie YouTube funktioniert, dass ich ungefähr verstehe, wie und was ich machen soll. Und sie hat gesagt, mindestens ein Video in 5 Tagen, damit deine Reichweite einigermaßen konstant bleibt. Wenn ihr lange Pause macht, wird YouTube euch ein bisschen runterdrücken, also die Reichweite, dann braucht ihr wieder Zeit, bis Reichweite wieder kommt. Deswegen bereitet euch Material vor für Shorts. Das, was ihr zum Beispiel jetzt auf Insta postet oder auf TikTok und einfach hochladen. Lange Videos ist ein interessantes Thema bezüglich Verdienst und Werbung. Da könnt ihr ziemlich gut Werbung verkaufen, plus noch, ihr bekommt ziemlich gut Geld für Aufrufe. Da ist bei mir unterschiedlich, ich habe mehrere Videos mit Fototechnik oder einfach mal über Menschen, wo ich Spende zum Beispiel gesammelt habe. Da variiert sich das ab 3 € bis 6 € pro 1000 Aufrufe. Also da bekommt ihr auch ziemlich gut Geld raus, wenn ihr lange Videos postet und wir werden zu Ende geschaut. An dieser Stelle möchte ich euch bitten, alle, die das Video jetzt noch gucken, like das Video und hinterlasst bitte einen Kommentar, das hilft mir unheimlich. Und wenn ihr irgendwann mal mit YouTube startet, werdet ihr das verstehen, warum das so wichtig ist. Wenn ihr dann die Reichweite ein bisschen aufgebaut habt, dann geht's los, dann empfehle ich euch, längere Videos zu posten. Da bin ich jetzt selber dabei, ich testiere das jetzt, ich schaue jetzt mal, welche Videos ankommen, welche Videos schlecht ankommen. Ich denke, im halben Jahr kann ich noch einmal ein Video aufnehmen, wo ich euch mehr dazu erzähle. Aber auf die Frage, ob es sich lohnt, absolut lohnt. Wachstum ist da, ihr könnt wachsen, einfach dranbleiben, posten, analysieren, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Und dann habt ihr auf jeden Fall Follower. Da habt ihr 2 Einkommen. Erstens durch Aufrufe, zweitens durch Werbung. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Diese Frage habe ich von Instagram bekommen. Viele haben mich das gefragt, dass ich das dafür sogar ein Video aufnehme. Da habt ihr, ich hoffe, ich habe ein paar Fragen beantwortet. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt bitte in die Kommentare. Ich beantworte alles. Also, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.